Jo, moin, Leaflüt und da, hoi, liebe Landratten und Rättchen und Rettinnen, muss ich jetzt ja auch sagen. Wie political correct. Ja. For the political correctness. Ja. So. Ja, wir sind im Jahre 1413. Ich sollte vielleicht mal auf weiterklicken, dann passiert auch was. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass das Spiel losgeht. Hallo, wir sind im Jahr 1413. Mach mal das Programm. Ach so. Ja. Da war was. So, aber unser Karren müsste doch jetzt... Ist der immer noch nicht angekommen? Nein, der ist schon ein ganzes Jahr unterwegs. Ein Jahr und eine Jahreszeit. Und hat es noch nicht bis zum Marktplatz geschafft. Frühjahr 1412 losgefahren. Abends um... Oh, zugegeben, 22:45 vielleicht. Ja. Kommt dann irgendwann im Sommer 1413 zur Mittagszeit an. Nö, ich glaube schon so gegen 9. Ah, könnte sogar so ein 19:30 sowas. Wenn er nicht wieder völlig falsch fährt. Oh Gott. Ja, wer weiß, wer den Wagen fährt. Ja. Chauffeure sind ja. Wer weiß, oh. Da ist er schon. Oh, so hey. Schau. Um 7:15 schon. Nach einem Jahr und einer Jahreszeit. Ja, so. Wir haben noch gar nicht mit dir gerechnet. Hey. So, aber dann jetzt hier mal, Alter. Preis normal ist 160, 166 und der Anja ist der nicht, ne? Nee, 149, glaube ich. Nee, warte mal, 130, ja. Hm. 144, jetzt ist er. Nee. Was machen denn die anderen? 374 und 376? Achso, es ist nur der Preis jetzt. Ja, die könnte man. Ja. Ah, nee, das ist der. Ist aber jetzt auch nicht viel besser, also im Vergleich. Dass es hier vier Preise gibt, ey. Warten wir mal ab, was ist so. Gucken wir um 12 Uhr nochmal rein, was sind die Nachfragen macht. Vielleicht haben sich hier bis dahin. Wir müssen es ja nicht Leute gefunden, die sich scheiden lassen wollen und ein paar Giftdolche sich gekauft haben. Ja, wer weiß. Um nochmal zu Minecraft zurückzukommen, vielleicht das ein oder andere Skelett, das halt dann einfach sagt so, ach, anstatt einem Pfeil mache ich noch, packe ich mal noch einen Giftdolch rein. Ein Giftdolch, genau. Wenn ich dann irgendjemand zwischen die Augen schieße. Es ist dann so, wenn du so die typischen Film-Klischee-Szenen so, geh du nur vor, ich sterbe eh. Ja. Geh du nur vor, ich komm nicht hinterher mit meiner Gicht. Ohne mich seid ihr viel leichter dran. Ja. Ich spiel mal den Helden. APs haben wir noch zum Verwenden übrigens. APs? 14 sogar. Was machen wir denn damit? A-Team? AP-Team, oh Gott. Der will mal einen Joke reißen und verhunzt ihn so sehr, dass man die Firma starten muss. Mann. Dan, 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 dan. Ja, okay. Das war sogar die Musik, ja, ich habe sie wiedererkannt. Ja, und das ist bei meinem Gesang schon beachtlich. Respekt. Gut. Ja, lassen wir es mehr dabei. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, also irgendwo da drin war auch nur so eine Hardcore-Rock-Szene. So die dann da, 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 das, was ich gerade mehr oder weniger... Ach schön. Da, 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 da. Irgendwie, ja. Ihr wisst Bescheid. Alle, die A-Team kennen, wissen jetzt Bescheid. Ja. Bitte. Werden sie auch sagen, oh mein Gott, die haben es so verhunzt. Ja, Entschuldigung. Kennt ihr doch nicht anders. Mensch, regt doch nicht so auf. Wir entschuldigen uns doch schon vorher beim Aufnehmen, bevor wir auch nur das Ding online gestellt haben, bei euch für unser Versagen. Sind wir nicht vorbildliche nette Menschen? Ja. Gut, zurück zum Spiel. Nürnberg. Deluxe de Nürnberg. Deluxe de Nürnberg. So. Es ist immer noch weiter runtergegangen, oder? Ja. Yay. Aber die Dolche sind jetzt... Nee. Hä? Doch, auf 3,65 und 3,76 ist normal. Das geht einigermaßen. 406 ist bloß der Preis. Frag mich nicht.
wo der jetzt wieder herkommt. Ich weiß, also ich bin das jetzt echt leid langsam. Also jetzt nochmal eine Frage, lieber General Marty und lieber Eismann. Also das hier ist der Preis, den wir einkaufen würden für die am Ware. Marktkauf. Am Marktplatz, ja. Soweit. Marktkauf, das ist schon wieder Markenpro. Also da musst du jetzt auch Rewe und Penny und Metro und Saturn und Mediamarkt und D&M und Schlecke. Ach nee, die gibt's ja nicht mehr. Oh, jetzt verkaufen. Guck mal. Entschuldigung, alle restlichen Markennamen, ihr habt jetzt Pech gehabt. So. Weil jetzt haben wir eigentlich Gewinn gemacht. Sind die anderen auch hoch? Na, natürlich nicht. Kaching, wir haben Gewinn gemacht. Kaching, genau. Bazinga, ja. Der dritte war nicht beladen, richtig? Der dritte hier. Nee, da ist nix. Haben wir nicht einen Dreier-Dinger gekauft? Ja, aber. Wir haben einen Dreier? Verdammt, ich hab einen Zweier. Oder wir haben doch den Pferdekarren. Ja. Man spielt euch. Ach, du hast nur zwei beladen. Ich noch Salz in die Wunde. Weil du es nicht gesehen hast. Okay, also. Ja, ich dachte, das wäre der Zweier und also. Naja, da ins Leere brauche ich ja nichts reintun. Dam, 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 dam. Ja. Ach ja, ja gut, dann sind wir wieder zugeschlagen. Erstmal die Meldungen unten noch durch, würde ich sagen. Ach, der Gehstock hat seinen Witz verloren. Nürnberg. Der vor zwei Jahreszeiten, / Jahren benutzte Gehstock hat mittlerweile seine Wirkung verloren. Sehen Sie mehr, ja, nach der Werbung. Nach dem A-Team. Sehen Sie mehr nach dem A-Team. Oha. Alter, der liegt hier aber los. Der ist hier dieser Ehrentyp von den Tischlern, ja. Mhm. Jetzt auch noch neuer Titel. Also jetzt geht's los. Ist aber nicht viel wert, das Ding. Naja. Der ist schon bitter, ne? Der Moment. Hm. Ach, guck mal, Eva Hollmeier, die war doch eben hier die uns bevorzugte Predigtschreiberin. Die Predigt quasi jetzt über Ratsinform. War das nicht der, der sie eingestellt hat? Böse. Naja. Das die will garantiert nur weiter aufsteigen im Rang. Ja, und hochschlafen ist nicht für sie. Weil sie ist ja Priesterin, weißt du? Ein paar fleht wieder euch, was? Was? Denkt euch! Heuer wurde von einer intriganten Person ein lügnerisches Pamphlet wider euch am schwarzen Brett ausgehangen. Entfernt es lieber, bevor es die leichtgläubigen Bürger die schändlichen Worten Glauben schenken. Ja, das machen wir auch gleich, denn wir haben gerade noch was übrig. Was ist denn hier? Zum Wohlgefallen meines Standes bin ich der meistgesuchte dieses Landes. Da, da. Oh Mann. Das klingt so ein bisschen nach Karneval gerade. Da Hause steht von zu uns gereist, Starreporter Teddy Dreist. Ja. Aber der Rest ist dir. Also, da bin ich jetzt drin. Junge, wenn du noch einmal irgendein hessisch Kram von dir ablässt. Werde ich nie. Ja. Aber morge, ne? Ja. Da schlägst du wieder zu, so politisch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich in die Lügste Nürnberg zurückgezogen und habe nichts gesagt. Ja. Oh. Was? Alter. Bitte was, wo, bitte wie? Die ganzen Blumen sind schon wieder weg. Nicht? Wir haben die produziert. Also gut, unabhängig davon, dass wir die eh in diesen Zeiten generell eher Blumen holen schicken sollten. Und später dann im Winter und so weiter durchproduzieren. Ja. Wäre prinzipiell eine gute Idee. Ich meine, klar, wir müssen so ein Zwischending finden. Weil so gar kein Geld verdienen im Frühjahr und im Sommer macht auch keinen Sinn. Nee. Kann der eigentlich auch noch weg. Kann der auch noch weg? Der Dirk? Ja, der Dirk. Den haben wir auch ungern um uns, ne? So einen schlechten Eindruck. Ja, ich weiß nicht, der Bruder von der Frau ist immer so ein... Kann ein gutes Verhältnis sein, oder aber wenn es kein gutes ist, dann ist es ein richtig mieses. Bitte was? Auf dem Marktplatz beobachtet ihr, dass die Beinkleider von Jonas Bitter nicht so geschlossen sind, wie es sein sollte. Dank eures Hinweises kann Jonas eine peinliche Situation vermeiden. Bitte was? Guckst du Jonas auch wieder hin, weißt du?
Weiter. Aber schnell. Aber ganz flottig, ja. Gratulation. Ihr habt die Fähigkeiten im Talent Verhandeln ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter, dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. So sieht's aus. So. Karen, nicht hier. Karen am Marktplatz, ne? Karen am Marktplatz. Wollen wir jetzt mal verkaufen? Ja, jetzt ist es ja zumindest auf einem Niveau, wo ich sagen würde, ist annehmbar. So 10 Stückchen drunter. Es war schon wesentlich schlechter, sagen wir mal so. Du willst ihn auch einfach wieder zurückholen, um deinen Fauxpas wieder gut zu machen, ne? So ein bisschen. Ach, jetzt für 20 kaufen, ist aber wieder teurer. Aber wie viel Eisen haben wir? Haben wir da noch was? Ja, wir haben ja keinen Nachschub bekommen von der Mine, weil der war ja überfallen. Aber wir könnten ihn ja theoretisch wieder zur Mine schicken und dann bewacht zurück. Ja, können wir machen. Klingt super. Klingonisch, aber ist so. Ja. Das kam aber jetzt von dir. Ja, ja. Oh, wir haben 8500. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit weg von unserem Aufwertungswunsch. Von, der Parfümerie smells fishy. Also, mal ernsthaft, würdet ihr in eine Parfümerie reingehen, die smells fishy heißt? So von wegen, du gehst rein und denkst so, Fischmarkt. Also ich war schon mal auf dem Hamburger Fischmarkt, der riecht weniger streng, als was man sich eigentlich vorstellt das für Gebäude Fischmarkt. Als in dieser Parfümerie. So im Vergleich, ja. Weil andere Jahreszeit, andere Dinge. Ich glaube, der Fischmarkt früher hat vielleicht auch nochmal anders gestunken. Mittlerweile haben sie ja durch die Kühlmöglichkeiten und so weiter vielleicht auch mehr, weißt du? Ja, klar. Früher war es halt meistens nur so gepökelt oder sowas, aber falls überhaupt war gepökelt, ist das eigentlich nur Schweine oder waren es nur Fische? Weil der Fischmarkt mittlerweile in Hamburg ist ja auch nicht mehr nur ein reiner Fischmarkt, oder? Also dieses... Nö, da gibt es auch schon mehr. Das ist ja alles Mögliche mittlerweile fast. Das ist ja wie ein Floh. Alles Mögliche, aber das ist schon gemischt, aber meistens halt noch Fisch. Fisch gemischt. Ja. Fisch gemischt. Gut. Hat nichts, wo man sich dauerhaft als ich sag mal, was weiß ich, so einen Laden hinmachen kann. Also es gibt da schon auch, glaube ich, es gibt da auch Läden, ja. Nur das Ding ist halt auch so ein Gebiet, was ständig von so den leichten Fluten mitgenommen wird. Ja, erzähl doch mal einen Schwank. Ein Schwung aus Schwaben. Schwungschwank aus Schwaben. Ich bin gerade stolz auf mich, dass ich das unerfassbar hinbekommen habe. Respekt. Ja, was kann ich hier aus Schwaben erzählen? Ja, Stuttgart 21 wird immer noch gebaut. Gut, so lange wollte ich das Let's Play eigentlich nicht laufen lassen, bis das Ding dann mal fertig ist. Wir machen das so lange. Wir machen, mein Gott, dann sind wir alle Städte wahrscheinlich 10-mal durch, wenn wir das. Nein. Wahrscheinlich sind wir dann in diesem Spiel hier im Jahre 2013 oder 2021 oder wann auch immer das hier fertig wird. Alter, das ist ja nur noch 600 Jahre. Das ist ja easy. Das schaffen wir doch locker. Bis dahin fahren hier Autos rum. Na, bei Aufschwung Ost sind wir ja auch fast schon am Ziel. Ja, da sind wir schon ziemlich weit. Wir sind nicht weiter, weil wir haben ja schon damals fast die Panik gehabt, dass das das 2000 nicht überlebt wird, ja. Ja, sag mal, wie fährt denn der Karren hier? Einmal um den Baum rum. Ist wahrscheinlich ein Maibaum. Ist hier ein Kreisverkehr oder was? Ja. Gleich kommen die Jungs wieder, die hopper und hauen den Baum um. Deswegen, da wird wieder einer gefällt. Der steht wieder im Weg. Hier steht auch einer, aber ich weiß nicht, was der macht. Balduin. Ja. Ich bin Spitzel Daniel dankbar, dicht auf den Pferd. Ja. Ist der gerade im Fluss baden oder? Was? Wo genau? Der guckt doch Richtung Fluss, oder nicht? Fluss und Mauer. Also, wenn er nicht im Fluss baden ist, dann ist er entweder hier oben im Turm. Oder? Oder? Man weiß es nicht. Es könnte natürlich auch sein, was wahrscheinlich am nächsten liegt, dass er da in dem Haus drin ist. Auch nicht, das gehört. Adrius kommt dann. Ja gut, das heißt ja nicht, dass er da nicht sein kann. Auf Besuch. Vielleicht ist er ja ein Kumpel von ihm. Der Daniel besucht den Konsul, oder wie hieß er jetzt? Adrius, ja. Er findet den Namen so lustig, hat er gesagt.
so typisch Nürnberg. Steht man eine Straße hier direkt von hier, also von diesem Haus hier hochzuziehen zur Mine, damit das hier richtig schön angeschlossen ist, so Highway-mäßig. Nein, man fährt hier rüber, muss dann erst den Kreisverkehr nehmen, fährt dann hier runter zur südlichen Stadtmauer, an der Stadtmauer entlang. Ich wäre an seiner Stelle auch außenrum gefahren, aber gut. Naja. Wo auch immer das dann lang geht. Schneebliche Dreischen aus Nürnberg, ne, wo? Ja. Auch wenn der 10 Grad garantiert tierisch falsch war. Kommt vor, ja. Aber ja, er ist immerhin fast da. Ich bin froh, wenn er vor Feierabend da ankommt. Ja, es ist ja noch. Ja, wobei so zurückschicken können, wobei in der nächsten Aufnahme ist garantiert vergessen, wo der Karren steckt. Ja. Ja, da müssen wir noch eine Folge dranhängen. Hilft ja alles nichts. Ja. Danny Bitter hat jetzt eine Drechslerei. Ich glaube, das ist schon die dritte Stufe. Okay, dann sind wir doch nicht der fortschrittlichste Betrieb. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Eismann, hilf mir! Ja. Aber jetzt kommen wir 25, oder? 15, ich glaube ja. Die Großen schaffen das, glaube ich. Weil, da gibt es noch nicht mal einen Rabatt. Mann. Hallo? Was ist denn hier los? Escort? Ja, oh, verdammt. Ich bin nochmal zurück. Ne? Punktbearbeitung, nein, weitere Optionen geht glaube ich auch nicht. Häufigkeit regelmäßig, ja, mach das, nein, das ist nur die Handelsroute. Ja, Daumen drücken. Das geht so schief. Wie fährt man jetzt zurück? Oh Gott, siehst du da irgendwo eine Abzweigung hier? Ich sehe nämlich keine. Das heißt, er fährt hier hinten außen rum. Also, oh Gott. Um den ganzen Bash. Ja gut, das könnte aber eventuell sogar kürzer sein, wie das, was da vorher gefahren ist. Aber... Hier ist jetzt keine Sau. Ja, vielleicht auch deshalb. Aber ich glaube... Ich finde es auch geil, dass diese ganzen Karren und so weiter hier eigentlich mehr so weniger ein komplettes GPRS-System haben. Also die Pferde hier zum Beispiel. Das ist wie so eine Brieftaube. Du lässt ihn irgendwo los, ja, und er findet den Weg ohne Fahrer nach Hause. Ja, das ist halt einfach. Das ist in den Zeiten vor GPS, ja, gab es das einfach in den alten Spielen. Das kannst du heute gar nicht mehr einbauen, weil alle sagen, ja, aber wo ist das Navi? Ja. Damals wussten sie es halt einfach. Überzuleiten, ja. Damals wussten sie es einfach. Wozu? Zu alten Spielen. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Ist das nicht ein altes Spiel, was wir hier spielen? Es ist 12 Jahre. Ja. Ja, also. Karren, hallo? Esi-Straße? Ach nee. Hä? Von dieser Straße jetzt hin? Das Gebäude eines Konkurrenten. Was ist das hier für eine Straße, die hier den Berg rauf geht? Berg und dann hier hoch, naja. Ja. Also bisher noch keiner auf der Straße zu sehen, aber ich nehme auch mal an, wenn wir überfallen werden, dann sieht man die hier auch nicht. Ja, das ist ja nicht unbedingt so einheitlich, dass bloß weil da einer steht oder da keiner steht, dass man dann weiß, okay, das scheint aber wirklich ein Bauarbeiter zu sein hier. Gott sei Dank. Der die Luft hämmert. Ja. Boah, ist das anstrengend, Luft zu hämmern. Puh, oh, und da kommt ein Pferdekarren. Die Abwechslung, that made my day today. You made my day. Ja. In der Stadt wird es jetzt nochmal gefährlich brenzlig. Ja, vor allem an der Diebesgilde vorbei hier. Oh, das sind die Diebesgilde? Schmuggler doch, ach du Schrecken. Oder ja, wie auch immer. Wer folgt uns denn da so in Nacht und Nebel? Alfred. Oh nein, dank euch habe ich fast Bürgermeister Rudolf zum Schluss aus den Augen verloren. Wenn ich zum Schluss beinahe noch, ja. Nee, ist klar. Wo ist denn hier unser Gebäude? Aber er ist, glaub, gleich da. Wenn ich es richtig gesehen habe. Er ist da. Juhu! Yippie! Party! You made it. You made my day. Nein! 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 Wie, die sind weg. Das wäre blöd. Ja. So. Sup. Endlich! König Siegesmund und ein Gott, was lese ich denn hier schön im Bild? König. Ah, ah, ja.
Soll ich oder willst du? Nee, ich krieg's nochmal gebacken. Gut, ich muss mich nochmal... Ich frage. Ich war die ganze Zeit bei deinem Übergang zu alten Spielen, der jetzt aber irgendwie flöten jetzt gegangen ist. Jetzt ist er hin, ja. Endlich lehnt König Sigismund ein und bestätigt Nürnberg mit dem Siegel des römischen Königs seine Privilegien. Stadtdiener Jonas... Sag mal, was ist das hier? Haben wir einen Hardcore-Gegner? Bestimmt. Der hat eine Drechslerei, der ist Gildenmeister, der ist Stadtdiener. Krass. Mhm. Und Nachtwächter waren wir auch mal. Jetzt haben sie sogar schon königlichen Kontakt. Mann. Wenn demnächst zum Papst gewählt. Also, und Nachtwächter Richard Biermann müssen dem König jedoch vorher im Namen des Rates die Anerkennung der Stadt Nürnberg überbringen. Was sie aber vergeigt haben. Ja. Vollends. So, jetzt kannst du. Die anderen Orts im Heiligen Römischen Reich der Nation. Der Nation? Der Nation, na, deutscher Nation natürlich. Johannes Hus veröffentlicht seine Schrift De Ecclesia über die Kirche. Unerhört. Er spricht der Kirchentradition jede Autorität ab, die nicht durch die Bibel belegt ist. Die Geistlichkeit ist meist entrüstet. Welche Folgen mag das haben? Sehen Sie mehr dazu in unserem Bericht nach der Tagesschau. Ja, klar. Gut. So. Ja, das war's dann schon wieder für diese Folge. Unbelievable. Oh mein. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag an dieser Stelle von mir schon mal Hummel, Hummel, Moos, Moos, macht's gut, Leflüt und auch liebe Landratten, Rättchen und Rettinnen. Und der Dagomi wird diese Folge gebührend, aber sowas von gebührend, mit den ehrenhaften Worten seiner selbst beenden. Gebührenbescheid vom Herbst 1414. Bitte bezahlen Sie 7000 am besten Pfundpfennige an Anno Dagomis Betrieb, denn dann kann er aufgewertet werden. Ist auch in Ihrem Interesse. Vielen Dank.